Moin! Letzte Woche haben wir uns bei unserem MDF-Projekt angeguckt, wie wir aus der hässlichen Seitenkante eine schöne Kante machen, und zwar mit einem Anleimer. Das hat super gut geklappt, löst aber ein weiteres Problem nicht. MDF an sich sieht auch nicht wirklich schön aus. Wir wollen also heute mal schauen, wie wir MDF vorbereiten können, dass wir es lackieren können. Und ich sag's schon mal vorweg, wir machen das mit einfachen Mitteln. Ich habe keinen Lackierraum, wir werden also eine Farbrolle nehmen und das werden die meisten von euch in einem Home-Setup wahrscheinlich auch machen müssen. Jetzt ist es aber wieder die gleiche Frage, was mache ich zuerst? Lackiere ich erst und säge dann zu oder säge ich erst zu und lackiere dann? Ich würde auf jeden Fall erst zusägen und dann lackieren. Warum? Ganz klar. Wir wollen die Verbindung schon so weit wie möglich ausarbeiten und dann einfach die Areale, die wir nicht lackieren wollen, weil wir sie verleimen wollen, abkleben. Das finde ich irgendwie einfacher und logischer. Was wir also zuallererst machen, wir schneiden die Teile zu. Ganz einfach, der Korpus an sich auf Gehrung, die beiden Teile, die als Trennwände reinkommen, etwas kürzer. Wir haben das schon öfter durchgekaut. Macht es so, dass es für euren Schrank passt. Ihr könnt das natürlich auch verschrauben, vernageln, wie ihr wollt. Wir sägen jetzt erstmal ein paar Gehrungen. Ups. So, wenn wir Gehrung sägen wollen, passt natürlich unsere normale Spanhaube nicht über das geneigte Sägeblatt. Deswegen gibt es im Zweifelsfall diese ausgebeulte. Das ist sehr schön, denn das Sägeblatt ist immer noch abgedeckt. Sicherheit ist also gegeben. Also Säge an und los. Unsere Verbindungen sind gefräst und dazu jetzt ein paar Gedanken. Die CETA ist voll teuer, ey, wie soll ich das nachbauen? Ihr braucht nicht den Tensor dafür nehmen. Ich nehme den Tensor, weil ich ihn habe. Ich muss gerade mal gucken, auf MDF sieht alles ganz komisch aus. Ihr könnt natürlich ganz normale Dübel nehmen, ihr könnt die Dominofräse nehmen, ihr könnt auch normale Lamellos nehmen. Das ist im Prinzip völlig egal. Wie gesagt, ich nehme den Tensor, weil ich ihn habe. Hast du nicht irgendwie die Gehrungsverbindung vergessen? Nee, eigentlich nicht. Denn das ist das Weitere, ihr braucht theoretisch gar keine Verbindung, denn MDF lässt sich relativ gut verleimen. Das kommt ja daher, wie dieser Werkstoff hergestellt wurde, was ich euch in diesem Video schon mal erklärt habe. Wir haben jetzt also unsere Verbindung soweit gefräst. Wenn ihr die CETA-Fräse habt und nutzen wollen würdet, macht euch klar, ihr braucht gewisse Mindestmaterialstärken, um solche Verbinder zu nutzen. Ich habe jetzt hier 16 mm MDF. Da kann man so in die Fläche fräsen, in die Gehrung. Nein, das geht nicht, dafür wäre es zu dünn. Also lest euch das durch, aber ich denke mal, wer die Fräse hat, der wird sich wahrscheinlich auch durchlesen, was man damit machen kann. Jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir verleimen könnten. Aber wir haben ja schon festgestellt, MDF sieht ziemlich scheiße aus. Und weil ich keine Lust habe, später einen fertigen Korpus zu lackieren, weil das einfach, finde ich, gerade mit einer Rolle sehr, sehr schwierig ist. Wir werden in die Ecken nicht gut reinkommen. Es wird einfach nicht gut aussehen. Machen wir das jetzt. Bevor wir aber jetzt die Rolle schwingen, müssen wir sowieso nochmal überlegen, wie geht eigentlich so ein Lackaufbau. Dazu kommen wir gleich. Zuallererst kleben wir jetzt alle Stellen ab, die wir nicht lackieren wollen. Und das sind einfach nur für alle, die das noch nie gemacht haben, alle Stellen, die wir verleimen wollen und alle Stellen, wo wir keinen sichtbaren Lack haben wollen. Bei mir ist das, das habe ich letzte Woche schon gesagt, zum Beispiel unsere Massivholzkante. Die werden wir jetzt, und das dauert jetzt, sehr vorsichtig abkleben. Wir werden auch hinten die Falz abkleben, die wir für die Rückwand gemacht haben.
und unsere Gärung und natürlich auch die Verbindungen, die wir später zum Zusammenbauen nutzen wollen. Was nimmt man zum Abkleben? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das, was ich da habe, das blaue Klebeband. Das klebt immer sehr, sehr gut. Gerade hier für die Mittelböden werden wir das kleiner schneiden müssen. Ist kein Ding. Aber wie gesagt, Lackvorbereitung, und das ist so eine der großen negativen Seiten, dauert immer. Lackieren dauert immer. Das ist das Schöne am Massivholz. Das muss man nicht lackieren. Das müssen wir lackieren. Also müssen wir jetzt in sauren Apfel beißen und jede Menge abkleben. 3, 2, 1, go! Und meinen Anfang finden. Das Abkleben dauert ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat megamäßig Bock gemacht, das Klebeband so schön sauber wegzuschneiden. Das ist schon sehr, sehr befriedigend. Jetzt ist es so, jetzt kommt der Moment, auf den wir sozusagen hingearbeitet haben. Wir wollen das Ganze jetzt lackieren. Und wenn wir das mit der Sprühpistole machen würden, dann gäbe es mehrere Möglichkeiten, so einen Lack aufzubauen. Wir könnten zum Beispiel erst füllern und grundieren oder erst grundieren und füllern. Oder man nimmt einen Grundierer, der auch gleichzeitig Füller ist. Im Endeffekt gibt es ganz, ganz viele Varianten und es hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr es gelernt habt oder wie ihr es machen wollt. Wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir keine Sprühkabine haben, so wie wir hier auch keine haben. Deswegen werden wir jetzt sozusagen erstmal einen sogenannten Isoliergrund auftragen. Das ist im Prinzip, wenn man sich das ganz einfach vorstellen will, so wie bei einer ganz rauen Wand. Wenn wir die streichen wollen, dann müssen wir auch erstmal Tiefgrund aufbringen, ansonsten zieht die Farbe einfach in die Wand. Und genauso ist es theoretisch auch beim MDF. Wir wollen das Ganze jetzt einmal verschließen. Die Oberfläche soll nicht mehr offen sein, sondern zu. Und dann können wir unseren Lack auch viel, viel einfacher auftragen und brauchen im besten Fall nicht 87.000 Schichten, bis es deckend ist. Und warum ist das so? Das kann ich auch nochmal sagen, weil nicht jeder das MDF-Video geguckt hat. MDF ist sehr feuchtigkeitsanfällig, weil es sehr gut Feuchtigkeit aufsaugt. Das heißt, fürs Verständnis, auch der Lack, der ja in der Regel irgendwie eine Flüssigkeit ist, um es mal ganz einfach auszudrücken, wird einfach aufgesogen. Und das wollen wir verhindern, damit wir, wie gesagt, nicht 100-mal rollern müssen. Und rollern müssen wir, bau, da ist die Rolle. Ja, ich würde sagen, es geht los. Ich wollte mich fast ein bisschen vordrücken, aber wir rollern jetzt los. Also Tiefgrund drauf, dann 4 Stunden warten, dann Farbe drauf. Unser Isoliergrund ist getrocknet und ein kleines Quiz. Was passiert, wenn man einen Farbeimer und einen Schraubenzieher hat? Richtig? Aua, aua, das tut weh. Aber so ist es nun mal, ihr kennt es sicherlich alle, es passiert auch den Besten. Und ich gehöre nicht zu den Besten, also es ist okay. Wenn ihr jetzt beim Isoliergrund merkt, der ist ein bisschen pickelig im Auftrag, dann kommen wir zu einem wichtigen Thema, was auch gleich für die Lackoberfläche gilt. Und das ist der Zwischenschliff. Den Zwischenschliff haben wir uns auch schon mal in diesem Video angeguckt, wo es um die Öloberfläche geht. Im Prinzip machen wir hier genau das Gleiche. Wenn wir merken, okay, die Oberfläche ist nicht so nice, wie wir sie haben wollen, dann schleifen wir sie mit einem sehr, sehr hohen Schleifmittel an. Also das ist jetzt ein Schleifschwamm mit 180. Wenn wir da wirklich mit wenig Druck arbeiten, bekommen wir eine super glatte Oberfläche. Wichtig, muss die Oberfläche super glatt sein? Nein, wenn ihr Strukturlack mögt, dann lasst es so. Es ist natürlich am Ende euer Projekt, macht es so, wie es passt. Wir haben jetzt nur einen Auftrag Isoliergrund benutzt. In der Anleitung steht 2, aber das sollte trotzdem funktionieren. Farbe habe ich schon eingefüllt. Wir nehmen einfach wirklich mehr oder weniger den billigsten Lack, den man kaufen kann.
denn ich möchte euch zeigen, dass das funktioniert. Also, ich schnapp mir die Rolle, wir rollern jetzt hier dunkelgrau bzw. Anthrazit drauf. Wer es wissen will, RAL 7016. Los! Aua! Wenn wir nun lackiert haben und den Glätte- bzw. Farbgrad erreicht haben, den wir haben wollen, kommt der große Moment. Oh Gott, hat unser blaues Klebeband alles gehalten? Ich hoffe schon. Ganz wichtig nochmal, beim ganzen Thema Lack kann man sehr, sehr hoch gehen, was die Qualität angeht. Man kann aber auch nicht nur in hoher Qualität trotzdem verschiedene Ergebnisse haben. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Wenn ihr etwas mehr Struktur wollt, alles klar. Wenn ihr weniger Struktur wollt, auch gut. Ihr müsst dann halt beim Zwischenschliff mehr oder weniger Arbeit reinstecken. Was ihr am Ende gut findet, das kann man nicht bewerten, also macht es so, wie es euch gefällt. Wir, ja, jetzt habe ich nochmal drum herum geredet, ziehen jetzt hier mal einfach bei dem Stück ganz links das Klebeband ab. Und ich gucke mal. Nice, da ist nichts, aber ich kann euch auch sagen, da habe ich ja auch nicht gerollert. Also es ist kein Gefahrenbereich. Wir ziehen das jetzt trotzdem hier mal nach und nach alles ab und schauen mal, ob das gehalten hat. Das Gute ist schon mal, dass das blaue Klebeband nicht übelst viel MDF mit wegreißt. Je nachdem, ihr kennt das wahrscheinlich, es gibt auch so Klebebänder, wo drauf steht, kann man einfach wieder abziehen und man zieht es ab und hat das halbe Stück Holz in der Hand. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Oh Gott, aber ich krieg's kaum ab, wegen der Farbe. Nice. Es geht. Das Verleimen hat auf jeden Fall mehr als zwei Hände gebraucht. Deswegen habt ihr nicht so viel davon gesehen. Die Gärung haben wir an sich relativ easy einfach nur mit blauem Klebeband verleimt. Das geht sehr gut und wie gesagt, MDF lässt sich auch sehr gut verleimen. Aber bei so einem großen Teil brauchte ich dann doch Hannas Hände, die so ein bisschen mit festhalten. Warum dann jetzt die ganzen Zwingen? Damit leimen wir jetzt die Rückwand fest. Und die Rückwand ist komplett in unserer Falz festgeleimt. Und wir haben ja auch die Seitenwände so verkürzt, dass sie mit der Falz hinten bündig abschließen. Das heißt, wir leimen die Rückwand auch auf die Trennwände in der Mitte fest. Das ist schon sehr, sehr stabil. Wer dem Leim jetzt nicht vertraut, der kann natürlich jetzt hier hinten noch hingehen und reinnageln, reinschrauben, was auch immer ihr machen wollt. Ich bin relativ zuversichtlich, dass das hält, weil wir, wie gesagt, sehr großflächig verleimen und verleimen in der Regel schon eine sehr, sehr stabile Verbindung ist. Wie der Schrank aussieht, kann man schon halbwegs erahnen. Wir warten aber mal kurz, dann nehmen wir gleich die Zwingen ab und gucken uns an, was haben wir da jetzt eigentlich gebaut und geht MDF eigentlich jetzt doch klar? Da ist er nun, der Ballermann. Und wie wir sehen, der Kontrast zwischen dem schönen rötlichen Holz und dem Anthrazit ist wirklich, finde ich, sehr, sehr gelungen. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir uns, wie im ersten Teil, schon vorher überlegen, was für einen Kantenanleimer wollen wir nutzen und wollen wir ihn lackieren oder nicht. Denn ich finde, es war jetzt sehr viel Vorbereitung, so ist das beim Lackieren nun mal, aber es ist am Ende das Ganze doch wirklich wert. Und was man auch sagen kann, da muss man ganz ehrlich sein, Jonas Winkler ist sicherlich nicht der beste Lackierer der Welt, aber ich würde sagen, es geht auf jeden Fall schon klar. Das Schöne ist, ihr könnt es auf jeden Fall auch nachmachen, denn wir haben uns heute Varianten angeguckt oder eine Variante angeguckt.
für die ihr kein super teures Profi-Equipment braucht. Ihr braucht nur eine Rolle, Isoliergrund und Farbe. Und das ist nice. Was ich jetzt als nächstes mache, ich hänge das Ding da hinten an die Wand und dann fehlt da vielleicht noch was. Wer weiß, wir werden es auf jeden Fall herausfinden und wir werden dann auch herausfinden, wofür ist das? Ist das nicht ein bisschen groß? Ist das vielleicht der neue Werkzeugschrank? Tschüss! Wenn ihr den Kanal abonniert, werdet ihr es herausfinden.